Wir haben es geschafft und werden jetzt mal einfach wieder weitermachen, so wie gehabt. Halt's Maul. Wir wollten nämlich zum D. D ist immer noch markiert. Ach, halt, ich wollte doch hier. Geile Karre, Junge. Darf ich mal eine Spritze fahren? Komm mal, steig mal aus. Ich zeig dir mal, wie man damit richtig fährt. Oh, Entschuldigung, hast die Tür gegen den Kopf gekriegt? So, da sind wir doch schon beim D. Was geht? Der Bauherr ist auch mal da. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? You finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Steigendes Auto. Alles klar. Wird gemacht. Begib dich zur Tankstelle. Ja, wenn man tanken muss, ne? Ja, was ist das für eine... Wow! Das ist ja auch eine nice Schleuder, die ich hier gerade fahre. Ich dachte, die Tankstelle wäre hier um die Ecke. Oh, shit. Aber nee, da muss man ja wieder Kilometer weit fahren, ey. Um zur Tankstelle zu kommen. Bam. So, meine Damen und Herren. Nee, halt immer noch weiter. Jetzt hier hoch. Noch bin ich nirgendwo gegen gefahren. Weder gegen einen Motorradfahrer, Passanten, Fahrradfahrer, noch gegen ein Auto. Das ist, das sieht man nicht allzu oft von mir. Aber jetzt langsam wird es kritisch. Oh, oh. Wer ruft denn da jetzt an? Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Ah, scheiße. Gegen gefahren. Schönes Auto. Oh. So, mit O. Da sind wir auch schon gleich da. Ich wusste es. Die scheiß Tankstelle ist da oben. Halt's Maul, Mann. Wenn ich mich nun mal falsch eingeordnet habe. Wow! Idioten. Ups. Let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the
Who wants to race us? You were just getting out of here anyway, right? Oh, jetzt Rennfahren, ich hasse es. Ich wusste schon, warum ich in so eine Karre einsteigen muss. Ich fahre ein Rennen gegen die anderen Wagen. Aber da ist das... Wow! Da geht es jetzt darum, glaube ich, nachher sind die anderen beiden... Ach, hier will ich es ja gleich sehen. Okay, ja, ist klar, weiß ich. Yeah! Wenn man L3 und R3 nutzt ihr das auch, wenn ihr mal so spielen tut, eigentlich. Ist ja eigentlich eine ganz nice Scheiße hier eigentlich. Ups. Oh, du Wichser, Mann! Meine Fresse! Wegen den scheiß Passanten, Alter. Auf Polizei mache. Das ist klar, Trevor, du machst das schon. Bam, 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 bam. Hey, Trevor, wir sind die geilsten Polizisten ever! Ja, Wichser, wir kriegen dich! Los, ihr Ficker! Success. Ihr scheiß Fixers.
fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. 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 Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey! Dude! Alright, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit! Get the fuck out of here! God! Wichser. Well, you talk a good game. Okay, just don't scratch the car. Speak. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cards? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cards. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devin's man, woman, lawyer person. Molly. I've been waiting at Hayes Auto in South L.S. for you idiots to show up. The bitch. Well, looks like you guys are fighting it out for second and third. I'm just biding my time. I went right back. Woo! Boah, das war knapp, ey. Fast gegen die Kante der Brücke gefahren, ja. What I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. And if you say so, you know what, right before I met you, I was boosting rides and races. It feels like it come full circle to me. Come on. Nee. Ah, scheiß drauf, hier sind so viele Motorradfahrer. Wir sind eben gerade an so viele vorbeigefahren, ich muss sie jetzt einfach mitnehmen. Wow! Hey, look, Devin Weston, he ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth, wants me to push cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they want. It don't sound that different, to be honest. You must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. He can make yeah. Boom. Hast du Schwein gehabt, Fotze? Oh, du Wichse! So ein Schwanz, alle. Ohne zu blinken, zieht er immer raus. Genauso wie der Busfahrer hier. Was ist das für eine Karre? Leckerschmecker gewesen auch. Genauso wie meine, die ich gerade fahre. What do you mean? Like, how am I gonna beat your ass in this race? Don't worry, I'm taking care of that. I mean, is it just the smell of green? Or is there some other thing with this guy and you? Fahr! Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, if it's about the girl, I saw her first. Don't get too creepy, alright? She's a professional woman who's doing a job. And leave it at that. Taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this, I'm finna do it right. So, how your car, Mike? My car is fine. Yeah, I hope so. Whoops. And I will dock your pay. The stains on the seat. Move, move, move. Scheiß LKW, Junge. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt auch wieder nicht so intensiv mit euch so ein bisschen rede. Ich bin ein bisschen konzentriert eben gerade beim Fahren gewesen. Ja, siehst du, wenn ich rede, fahre ich über Gegen. Bam, bam, bam. Na gut, vorhin bin ich auch über Gegen gefahren. Ja, ihr seid natürlich so sauber angekommen hier. Gentlemen, I love you all. Oh Gott, this is fantastic.
One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick. Follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Mike, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Was hat das denn gerade? Das Ding geht runter und die fahren da durch. Nee. Bestanden. Yeah. War doch echt top. Wer ist das hier? L. Attentat. Okay, und das ist hier Devin. Das L ist dichter. Ich fahre jetzt mal zu ihm. L hin. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein dickes Auto. Taxi! Ist er jetzt stehen geblieben? Scheiße. Gut, dann nehme ich dich hier. Komm. Ach. Scheiß Mucke. Bom, 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 bom. Halt, stopp, ich muss die Kurve kriegen. Oh, ich habe keine Zeit für dich. Meine Güte. Scheiße. Eigentlich wollte ich den hier machen. Oh, kuscheln, kuscheln, komm, kuscheln. Ey, du hast deine scheiß Gitarre vergessen, Junge. Alles klar. Was ist denn hier? Komm als Franklin. Ach ja, das ist ein grünes. Ach so, ich muss Franklin spielen. Wenn jetzt hier nicht weiter drauf steht. Was haben wir denn noch für Michael? Haben wir irgendwas Blaues hier? Haben wir irgendwas Blaues? Seht ihr irgendwas Blaues? Da ist was Blaues. Da fahre ich dann mal schnell mal hin. Wer hupt denn hier so laut, ey? Das nervt ein bisschen. Guck nach vorne und nicht auf dein Handy, Alter. Meine Güte. Gut, dann düsen wir mal schneller hin. I'm sorry, Junge. So schlimm war es nicht, du lebst noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh Gott, hier, was ist denn hier? Gib mir keine Lichthupe, Junge. Oder steht da etwa ein Blitzer irgendwo hier vorne? Die Polizei.
Ja, das hätten wir eigentlich einleuchten müssen. Ja, grün ist Herr Franklin. Michael ist blau. Was habe ich mir denn nur dabei gedacht? Piss-Polizei. Ja, natürlich. Kommt wieder zurück. Oh, Alter. Ja, jetzt haben sie mich. Nee, noch nicht. Oh, gut. Oh, ätzend immer. Wenn die scheiß Polizei dann auf einmal umdreht, tut mir leid. Mitch, fahrt, Junge. Und bleibt nicht einfach dumm stehen. Die bleiben natürlich mitten auf der Kreuzung stehen. Ja moin, das ist natürlich sehr logisch. Abkürzung, bam! Was haben wir denn? Was steht uns bevor? Was ist das Fragezeichen? Dann haben wir für Michael erstmal alles abgeschlossen, was so auf der Karte ja zur Verfügung stand. Weg da! Aus dem Weg, ihr Stricher! Sorry. So. Wer bist du? Ach so, die. Ich dachte, der Typ. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on the run. You seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Okay, man, boo! Race you to the beach! I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? Ist ja nicht so schlimm, wenn man Abkürzungen nimmt, oder? Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry! I'm exercising! Run on the road! Take that traffic head on! Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours! Own it! Call me an exercise, you lazy idiot! Ich mach da auf zu auszurasten, du blöde scheiß Sportler-Schlampe. Wow, ist sie schnell! Wie schnell ist sie in die Treppen runtergelaufen? Krieg dich, du blöde Kuh. You give me hope. I own you. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yes, because you're a walking advertisement for therapy. Da ist das Ziel. Scheiße. Er stirbt ja gleich. That's too shabby. Ja, ich hab's eher mal richtig so gegeben, Junge. Diese blöde Cootie. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, klauen wir mal dieses Fahrzeug oder nee, switchen wir mal rüber zu Franklin, mal gucken, was er so macht.
Welcome back, man. We're all professionals. We all know the score. This is legit business. 401ks, tax returns, and all. We're gonna move quick, and we're gonna keep cool. My job, my score. Get your own. You are alone, you pathetic psychopath. Buzzagoo pugs out of the question.